والتي أحسنت فرجها ونفخنا فيها من روحنا وجعلناها ونها آية للعالمين. Und auch diejenige, pass auf jetzt, das finde ich ist so ein krassen Vers, und auch diejenige, die ihren Scham unter Schutz stellte, da hauchten wir ihr von unserem Geist ein und machten sie und ihren Sohn zu einem Zeichen für die Weltenbewohner. Guck mal, die Schamhaftigkeit von Maryam a.s. ist so krass im Vordergrund gestellt, dass Allah durch ihre Schamhaftigkeit, so denke ich das, nicht mal ihren Namen hier erwähnt. Sie erwähnt in diesem, weil es geht hier um den Scham. Sie hat sich so unter Schutz gestellt, dass sie, und da steht im Schutz Allah schon, und da hat Allah Ta'ala ihren den Geist eingehaucht und da hat sie ihren Sohn auf die Welt gebracht, yani Isa alayhi salam. Und beide, Maryam und Isa, beide wurden Ayatan lil Alamin, als Zeichen, als Wunder für alle Welten gemacht und dargestellt. Schaut mal, diese ganze Bandbreite der Propheten, wo wir gekommen sind. Wir haben angefangen mit Aaron, Musa, Harun, Ibrahim etc. Sind wir alle Propheten durchgegangen, alle haben zu uns was zu sagen. Hier diese Propheten haben uns die Gebete zu sagen, die Spiritualität zu sagen, die anderen haben die Staatsführung zu sagen, Zekeria, Yahya wurden Schehid gemacht. Ja, nee, oh Mohammed, es ist doch völlig uninteressant, ob du ein Prophet bist wie Dawud und Suleiman, die einen Staat regieren, oder einer wie Yahya und Zekeria, die Schehid gemacht wurden, die ermordet worden sind von den Kindern Israels. Denk bloß nicht, Dawud und Suleiman haben gewonnen und Zekeria und Yahya haben verloren. Sie sind Schehid geworden. Allah testet dich in einer Staatsführung und Allah testet dich dort. Es ist wichtig, wo du deine Aufgabe machst. Wo du im Auftrag des Islam oder beziehungsweise ist nicht wichtig. Wie du im Auftrag des Islam stehst, ist wichtig. Wir sind in Deutschland, in Hessen, mitten in Deutschland. Wir machen unsere Aufgabe hier im Auftrag des Islam. Alhamdulillah. Morgen können wir vielleicht in einer ganz anderen Situation sein. In einer viel schlechteren. Da ist es wichtig, diese Aufgabe weiterzuführen. Morgen könnten wir viel besser sein. Vielleicht hören uns nicht 100 Leute zu, vielleicht hören uns 1000, 2000, 2 Millionen. Sei bescheiden. Sei bescheiden und weiß ganz genau, das ist nur von Allah. Wie bei Suleiman und Dawud a.s. das auch gewesen war.